Hallo, ich bin Silvia Anne Müller von Nothing But Nails. Ich habe heute meine liebe Kollegin Janine da und bei der wollte ich jetzt unbedingt mal was ausprobieren. Ich hatte das gesehen, bei Instagram natürlich wieder. Das wurde aber mit anderen Farben, mit diesen Inkfarben gemacht. Da ich aber diese Inkfarben nicht da habe, habe ich überlegt, sowas in der Art wäre doch wohl bestimmt möglich mit Aquarellfarben. Und diese Aquarellfarben, die ihr übrigens auch bei uns im Shop bekommt, also noch haben wir sie da. Wir haben immer nur einen ganz kleinen, eine ganz kleine Anzahl da, weil das japanische Farben sind. Und ich habe mit wie Acrylgel gearbeitet, habe den Unternagel mit Clear gebaut und das Nagelbett mit Pink Cover und habe dann die Farben quasi in die French eingearbeitet. Und das hat riesig, riesig Spaß gemacht. Und wir sind beide total begeistert davon. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Gut, dass ich so viele Videos auf Lager habe und euch jetzt in der schweren Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, noch was zeigen kann. Ja, sie kam natürlich mit vorbereiteten Naturnägeln, weil sie ist ja nun eine Kollegin von mir. Und ich habe die Schablonen erstmal mit der Schere gemessen, dann habe ich sie ausgeschnitten für einen Naturnagel und dann habe ich sie angesetzt für eine Studiomandel. Also gerade Seitenlinien vorne ein kleines bisschen hoch, bedeutet oben ist die Schablone halben bis einen Zentimeter auseinander. Es ist eigentlich wie ein Square angesetzt, aber ich werde da auf jeden Fall eine Mandel draus machen. Aber eine runde Mandel. Das Video zum Schneiden der Schablonen verlinke ich euch auf jeden Fall wieder unten in der Videobeschreibung. Da habe ich mich mal hingesetzt und habe ganz genau ausgemessen, wie man mit dieser Technik die Schablonen schneiden kann und dann, um sie dann gut anzusetzen. Dann arbeite ich mit wie Acrylgel Clear erstmal den Unternagel. Heißt, Vorbereitung auf jeden Fall, also Form auftragen, den Nilfos One auftragen. Ganz sparsam. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr alle Nägel arbeitet, alle fünf Unternägel gleichzeitig machen. Dann baue ich den Unternagel. Der Pinsel, mit dem ich hier arbeite, ist der WAG Enjoy 6, also der wie Acrylgel Pinsel in der Größe 6. Den gibt es auch eigentlich nur in der Größe 6. Aber das ist ein Kunsthaarpinsel. Unsere Enjoys sind ja eigentlich Naturhaarpinsel, aber für Polygel, für unser wie Acrylgel nehme ich keine Naturhaarpinsel, die leiden mir zu sehr. Dann nehme ich diesen hier. Und um den zwischendurch immer mal wieder geschmeidig zu machen, jetzt kann man das eigentlich ganz schön sehen, gehe ich immer mal, also ich stelle mir mein Acryl-Liquid hinter das Dappendisch mit der Slip-Lotion und dann mache ich den zwischendurch immer mal wieder ein bisschen geschmeidig. Dann wird 30 Sekunden in der LED angehärtet, nehme die Schablonen ab und dann pinche ich den ganzen Nagel. Das geht bei Janine auch richtig toll. Und dann nochmal 60 Sekunden mit und 60 Sekunden ohne anhärten. Und dann feile ich erstmal die Form von meinem Unternagel, bevor ich da jetzt das Nagelbett drauf mache. Sehr, sehr vorsichtig, weil der Unternagel ist ja sehr dünn. Da dürft ihr nicht zu wild dran gehen mit der Feile. So, und jetzt kann man eigentlich ganz schön sehen, Seitenlinie ist gerade und der vordere Teil der Mandel ist rund und geht nach oben.
Also es soll ja kein Himmelfahrer werden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer darauf zu achten, dass die Seitenlinien auch wirklich ganz gerade sind. Dass nur der vordere Bogen nach oben geht, aber nicht der gesamte Nagel. Dann buffer ich mit meiner 100er Seite vom Buffer den Unternagel rau, sodass ich da gleich weiter drauf arbeiten kann. Weil auf dem ungebufferten Nagel, denke ich mal, würde die Aquarellfarbe gar nicht halten. So, dann arbeite ich das Nagelbett 2-2-1. Das heißt, ich mache zwei Finger, kleiner Ringfinger, dann an der nächsten Hand den Daumen, weil ich ja immer von links nach rechts gehe. Dann an der anderen Hand Mittelfinger und Zeigefinger. Dann an der anderen Hand wieder Mittelfinger, Zeigefinger. Und so arbeite ich mich quasi durch. Das ist bei mir immer 2-2-1. Wenn ich 5x1 mache, dann arbeite ich jeden Finger einzeln. Und wenn ich 2-2-1 sage, dann meine ich halt immer zwei Finger und einen, also den Daumen, immer alleine arbeiten. Ja, und dann kann ich mir mit dem Pink Cover eigentlich richtig schön Zeit lassen, mir meine Smile einlegen. Und deswegen mache ich das auch nur an zwei Fingern, weil das ja doch sich ein bisschen bewegt. Und ich habe ja meine Smileline ganz, ganz sauber und ordentlich gelegt. Und erstmal möchte ich nicht, dass die Kundin irgendwo gegenbaselt, weil das ja nun auch sehr oft passiert, ne? Das kennen wir ja alle. Und dass es mir halt auch nicht verläuft. Das ist mir sehr wichtig. Obwohl ich gleich die Smileline trotzdem feile. Das Ganze wird auf jeden Fall 2 Minuten gehärtet. Also da ich ja im Wechsel arbeite, könnt ihr immer die Kundin so in die Lampe lassen und dann nur, wenn ich den letzten Finger gemacht habe, dann auf jeden Fall nochmal 2 Minuten, dass der letzte Finger auch genug bekommt. Schwitzschicht entfernen und dann nehme ich meinen Hartmetallfräser, den langen schmalen, und fräse meine Smileline-Mauer vor. Das habe ich mal irgendwann in einem Video gesehen, habe das, ich glaube beim letzten Video habe ich das schon gezeigt, oder habe ich das noch auf Lager? Es kann sein, dass ich das noch auf Lager habe. Da kommt nämlich noch eins mit Pink and White, wie Acrylgel, und da habe ich mit diesem Fräser die Smileline gefräst, und das finde ich so toll, dass ich das jetzt immer mache. Man kann ganz, ganz toll die Smileline vorfräsen. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr euch damit nicht durchbohrt. Also immer schön nur an der Mauer bleiben, aber nicht auf dem Unternagel. Das ist sehr, sehr wichtig. Das kann ganz schnell passieren. Dann nehme ich meine Zebrafeile und feile die Smileline grob. Also alles, was ich jetzt mache, ist eigentlich grob. Tete. Und jetzt kommen wieder die Metallfeile für meine Hater. Also man kann so toll die Smileline mit der Diamantfeile fräsen, also die Mauer. Vor allen Dingen im Ecken, in der Flügelecke. Feinheiten kann man super toll mit dieser Feile feilen. Gründlich entstauben. Dann guckt ihr noch mal, ob da vorne an der Kante vielleicht noch irgendwas ist, was man buffern könnte.
Und das ist der Aquarellkasten. Und dann habe ich aus dem Zahnarztbedarf, da kann man übrigens die Mauer schön sehen, aus dem Zahnarztbedarf, so diese kleinen Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen, da habe ich meine Farben drin, die ich nicht sauber mache, sondern die immer da drin bleiben und die ich immer wieder neu aktivieren kann. Und dann nehme ich den Acrylic Design, meinen Schnörkelpinsel, mit dem ich auch am liebsten Aquarell mache. Und dann trage ich einfach, also ich habe ganz, ganz viele Farben aktiviert. Ich habe also, Janine hat sich ausgesucht, welche sie gerne hätte. Und die trage ich jetzt vor allen Dingen auch an der Mauer nach oben auf. Und mache einfach so wahllos die Farben auf die Spitze. Die anderen Finger konntet ihr leider nicht sehen, weil die aus dem Bild waren. Immer dasselbe Problem. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen die Farben so angeordnet, dass ich halt auch coole Mischungen kriege. Ne? Also Blau mit Gelb ergibt ja Grün. Das war auch so ein bisschen mein Ziel. So, jetzt für den Aufbau. Clear Bildergel. Da wird es demnächst übrigens ein neues Gel geben. Das wird glasklar heißen. Also das wird das Designgel. Das habe ich leider noch nicht da. Aber sobald das da ist, gibt es das auch im Shop. Und das trage ich mit dem Mystical 6 mit meinem normalen Aufbaugelpinsel auf die Spitze auf und verteile es. Und hier arbeite ich nicht 221, sondern auf jeden Fall, das ist zwar standfest, aber ich denke mal, es würde mir einfach laufen und das umgehe ich. Nein, ich denke das nicht. Ich weiß, dass mir das wegläuft und vor allen Dingen zieht sich das vorne hoch. Und deswegen arbeite ich auf jeden Fall jeden Finger einzeln. Und es sollte auf jeden Fall ein richtig schönes, klares Gel sein, damit die Farben auch so richtig brillant werden. Das Ganze wird 30 Sekunden gehärtet. Das ist ein ganz normales Bildergel. Das braucht nur 30 Sekunden, weil es auch klar ist in der LED oder 2 Minuten in der UV. In einer 48 Watt Lampe. Und dann wische ich meine Schwitzschicht ab und dann kann ich mein Finish-Feilen beginnen. Also erstmal feile ich nochmal die Form. Da brauche ich jetzt nicht mehr so viel machen, weil ich ja den Unternagel eigentlich schon gefeilt hatte. Aber jetzt feile ich natürlich trotzdem nochmal die Feinheiten nach. Und dann gehe ich mit dem blauen Hartmetallfräser und feile meine Oberfläche fertig. Beziehungsweise ich fräse die Oberfläche fertig, danach feile ich. Damit das Video nicht so lang wird, habe ich jetzt die anderen Finger rausgelassen. Ich
Immer schön aufpassen, Gel, gerade das Nagelbett ist ja wie Acrylgel, die Spitze ist jetzt das Bildergel. Ganz, ganz vorsichtig, denkt dran, das ist kein Acryl, also der Fräser würde sich da extrem, man sieht das auch auf den Händen. Das übrigens zum Thema Absauganlage. Ich habe zwar einen mega geilen Staubsauger, aber wenn die Hand zwischen dem Fräsen dazwischen ist, dann funktioniert gar nichts. Das könnt ihr nämlich vergessen. Diese Vorführvideos, wo dann gefräst wird und der Fräser saugt wie verrückt den Staub ab, die haben da leider vergessen, dass da eine Hand zwischen ist. Aber trotzdem saugt er gut ab. Also mein Staubsauger saugt gut ab. Wenn ich mit dem blauen Hartmetallfräser fertig bin, gehe ich auf den Hartmetall, mit dem ich vorhin die Smiline gefräst habe und fräse mir nochmal meine Übergänge vom Produkt oben auf dem Naturnagel, also auf dem Nagelbett, und fräse meinen Übergang ganz sanft, so dass ich keinen Rauswuchs habe, wenn die Nägel rauswachsen. Dann nochmal ganz kurz die Kontrolle mit der Metallfeile. Ich weiß, ich bin eine Zicke. Macht aber nichts. So, dann feile ich nochmal, dann feile ich das Finish zu Ende, weil das kann man mit dem Fräser ja nicht komplett machen. Und wer die Feilschritte nochmal ganz genau erklärt haben möchte, der schaut auch bitte unten in die Videobeschreibung. Da habe ich ein Video, wo ich, das heißt Fräsen und Feilen oder Feilen und Fräsen, ich glaube Feilen und Fräsen. Und da erkläre ich nochmal ganz genau, wie die einzelnen Feilschritte sind. Ja, und dann brauche ich nur noch versiegeln. Und ich habe jetzt hier bei Janine den Topgloss genommen. Das ist der Versiegler vom Sockoff. Man kann übrigens sehen, wir haben noch keine Corona-Warnung gehabt. Also das war da noch gar nicht so spruchreif. Sonst hätte ich nämlich mit Handschuhen gearbeitet, wenn das Thema schon gewesen wäre. Da kann man eigentlich schon sehen an den Händen, wie weit der Stand ungefähr war. Mein Finger ist auf jeden Fall super verheilt wieder. Muss ich nur mal sagen. So, da mache ich auch immer 2-2-1, weil ich nämlich zu blöd bin, den Topgloss aufzutragen. Ich kenne Kolleginnen, die das können, alle fünf, aber ich kann das leider nicht. Ich mache immer 2-2-1, aber ist okay. 30 Sekunden härten und dann fertig. Tada! Die Nägel sind fertig und Janine war super, super glücklich. Wir haben nämlich die letzten zwei Male immer nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen sehr dezent gearbeitet. Ne? Also sie hatte ja beim letzten Mal die Squares mit diesem Nature und auch Aquarell obendrauf. Aber jetzt haben wir das Aquarell ja mit eingebaut und sie hat mir versprochen, dass sie unter das Video schreibt, wie lange die Nägel gehalten haben. Also wie lange das Eingebaute mit dem Aquarell gearbeitet hat. Weil normalerweise sollte man ja eigentlich meinen, dass Aquarellfarbe dann nicht drauf hält. Also wenn man das dann so, ja, wenn man es jetzt einbaut in die Modellage. Aber wir haben es jetzt einfach mal ausprobiert und sie hat versprochen, dass sie sagt, wie lange das gehalten hat. Ich danke euch, dass ihr das Video bis zu Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, immer einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen dazu habt, unten in die Kommentare schreiben und folgt mir bei Instagram nothingbut.de und hier auf jeden Fall immer kostenlos abonnieren, die Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich jeden Freitag ein neues Video oder vielleicht auch mal zwischendurch eins, wenn ich mal ein anderes reinmache. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, so, bis zum nächsten Mal. Tschüss!